Bei meinem Partner MMOGA sind gerade alle PSN-Cards vergünstigt, also check das gerne mal ab. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video. Und für mehr Trading-Tipps lasst jetzt einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, wie viele Coins ihr gerade habt, damit ich meine Trading-Tipps an eure Coins-Menge anpassen kann. Heute haben wir wieder einen Trading-Tipp, der eher für Leute da ist, die nicht ganz so viele Coins haben, aber Leute, die viele Coins haben, können den natürlich trotzdem machen. Also wir gehen hier rein in die Liga NOS und dann gehen wir hier einfach mal rauf und schauen, wie viel die Spieler aus dieser Liga im Moment kosten. Die sind nämlich alle ein bisschen gestiegen, weil eben eine Squad-Building-Challenge zu der Liga NOS rausgekommen ist. Und wir sehen hier, dass wir jede Karte für 550 Münzen verkaufen können. Wir gehen auf 400 runter und da kommen auch direkt Spieler rein. Also ihr seht es, das geht richtig, richtig schnell und ich werde mir jetzt wieder ein paar Spieler snipen und damit dann eben einen leichten Gewinn einfahren. Also man kann hier sehen, da kommen ganz schnell Spieler rein, hier für 350 direkt den ersten bekommen und das ist sogar ein Linksverteidiger. Das heißt, er könnte sogar noch mehr wert sein. Außenverteidiger sind im Normalfall immer noch ein bisschen mehr wert und da sehen wir auch schon, dass wir den so für 650 oder so reinstellen können. Das sind 300 Münzen Gewinn mit einer einzigen Karte. Also macht diesen Trading-Tipp auf jeden Fall mal. Probiert das Ganze mal aus. Hier ist direkt der nächste gekommen für 400 Münzen. Also ihr seht es schon, das geht ganz einfach. Und hier sehen wir, dass wir den für 550 Münzen verkaufen können. Und das heißt, hier haben wir wieder 150 Münzen Gewinn. Und das ist ganz leicht. Die EA-Gebühren müsst ihr natürlich abziehen, aber wie gesagt, macht den Trading-Tipp. Ihr könnt da wirklich eigentlich keinen Verlust machen. Es ist ganz leicht und falls ihr schnelles Internet habt, dann macht ihr da natürlich ganz schnell Coins. Und ja, Freunde, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da, falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt in Zukunft. Und ansonsten war es jetzt von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, der Trading-Tipp hat euch gefallen. Schreibt Fragen in die Kommentare, falls ihr irgendwelche zu diesem Trading-Tipp habt. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Gold Stars.